außerhalb des Ortes waren da Stücker, 6, 7 große Baracken, die Wehrmachtsbaracken, wie sie damals überall waren. Und dann waren in jeder Baracke waren 2 oder 3 Räume, in denen jeweils 10 Mann oder sowas in Stockbetten lagen. Nicht? Und von da mussten wir dann richtig den Dienst machen. Wir wurden gedrillt und also Arbeitsdienst war nicht. Wir mussten schießen lernen und wir mussten und mit Waffen umgehen lernen und so. Also das war nicht mehr, das ursprünglich war Arbeitsdienst Hacke und Schaufel, nicht? Oder Spaten. Nicht? Und können Sie mir mal so einen Tag so im Arbeitsdienstlager beschreiben? Ja, das kann ich. Da war dann morgens um 6 Uhr wecken. Dann ging man an so eine Batterie, das war so ein Raum, da waren so 10 Wasserhähne, da hat man sich dann gewaschen und dann ging man in die Stube. Inzwischen hatte einer, der abkommandiert war, hatte Kaffee geholt in so einer großen Kaffeekanne und dann wurde gefrühstückt und wenn das Frühstück vorbei war, mussten wir antreten. Dann ging es raus ins Gelände, dann war erstmal ein Waldlauf und dann mussten wir dann im Gelände robben, auf dem Boden kriechen und wir wurden richtig herangenommen. Es war manchmal schlimm. Es war manchmal schlimm. Ich hab oft geweint, ich habe das aber nicht geschrieben, aber dass es mir doch zu schwer war und so. Aber man hatte da keine Chance und manche von diesen Vorleuten, die waren angenehm, aber manche waren auch richtige, sage ich mal, Quäler. Nicht? Die haben einen dann in Dreck fallen lassen und da musste man aufstehen und dann hat man ausgesehen wie ein Ferkel. Also das war, dann gab es Mittag, dann kam zurück, dann kam es Mittagessen und dann musste man zu einer Schulung. Da wurde uns gesagt, wie gut wir sein müssten und warum wir so gut sein müssten. Und dann war vielleicht auch an einem Tag mal eine Stunde, wo wir die Kleidung sauber machen mussten und was zu nähen war. Eben was dann so dazugehört. Dann gab es Abendbrot und dann war um 10 Uhr, musste dann alles still sein.